Und damit willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir sind immer noch im Buch der Gleichnisse von der Urküste und wollen jetzt weiter zu ein Gleichnis der Twina gehen. So, Seite 1. In einer kalten und mondlosen Nacht näherte sich ein Mann einem Bauernhof. Es war so finster, dass er das Licht einer Kerze benötigte, um nicht vom Weg abzukommen. Der Bauer hörte ihn und rief: Was habt ihr hier zu schaffen? Der Bauernhof lag in tiefster Dunkelheit. Ich suche Schutz vor dem kommenden Sturm, sagte der Reisende. Würdet ihr mich an euer Kochfeuer bitten? Der Bauer fürchtete sich davor, im Sturm die Dunkelheit hinauszureiten. Doch noch mehr fürchtete er Fremde. Also antwortete er: Nein, das kann ich nicht. Traurig wünschte der Reisende dem Bauern alles Gute und kämpfte sich weiter. Ein Stück weiter den Hügel hinunter fand eine Familie, die ihm Schutz und Obdach bot. Der Bauer erlebte die schlimmste Nacht seines Lebens. Ein Baum stürzte auf sein Haus und zerquetschte sein Bein. Er bat Twina nicht um Hilfe, da er wusste, dass er sich sie nicht verdient hatte. Für ihn gab es kein Morgen. Ein Gleichnis von der guten Twina.